So, theoretisch kommt ja jetzt der Sommer, also nichts wie weg, oder? Ich hätte hier sehr attraktive Angebote. Allgäu, Haus am See, Doppelzimmer, ab 9 Euro die Nacht. Oder, warten Sie, ein Häuschen in Italien, 20 Euro die Nacht für alle. Oder eine Nacht im bayerischen Schloss Hohenaschau, ab 7,80 Euro. Nicht schlecht, was? Buchen kann man diese sagenhaft günstigen Urlaube allerdings nur, wenn man etwa Beamter oder Angestellter der Bundesverwaltung ist. Zum Beispiel Diplomaten, Zöllner oder Finanz- oder Ministerialbeamte. Und warum können die so günstig Urlaub machen? Ganz einfach, weil wir alle das aus Steuermitteln bezuschussen. Johannes Jolmes und David Hohendorf. Kampen auf Sylt. Traumhafte Landschaft, nur leider für Normalverdiener fast unbezahlbar. Oft kosten Ferienwohnungen in Strandnähe mehr als 100 Euro am Tag. Es sei denn, man ist Beamter oder Angestellter der Bundesverwaltung. Wie hier in Kampen finden sich auf der Insel so einige preiswerte Domizile für Staatsdiener. Diese Ferienwohnung zum Beispiel ist schon für ganze 6,60 Euro pro Nacht und Person zu haben. Da ist die Erholung nur ein Grund, nach Sylt zu fahren. Zum anderen fährt man natürlich hier hin in diese Einrichtung, damit es ein bisschen günstiger ist. Und die ist viel günstiger, oder? Da wollte ich jetzt eigentlich nicht ausdiskutieren. Ab 25 Euro können Familien in Rantum nächtigen. Einzige Bedingung, die Beamten müssen Mitglied in einem sogenannten Sozialwerk sein. Sozialwerke sind Vereine für Staatsdiener, die sich vor allem um die Familienerholung kümmern. 190.000 Mitglieder hat allein die Arbeitsgemeinschaft der Sozialwerke des Bundes. Ihnen wird einiges geboten, möglich macht's ein fetter Zuschuss vom Steuerzahler. Der Bund hatte dieses Privileg einst genehmigt und die Sozialwerke verteidigen es bis heute. Ich halte das für etwas, was wir über Jahre gepflegt haben und ich halte es auch unverändert für richtig, daran festzuhalten. Die Sozialwerke können den Urlaub natürlich so günstig wie ihre Mitglieder anbieten, weil sie unter anderem eben 100 Mitarbeiter aus dem Bundesministerium freigestellt sind für die Verwaltung, für die Abwicklung, für die Organisation der Reisen und natürlich Millionen Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt dafür bereitgestellt werden und dann natürlich die Preise deutlich günstiger als beim normalen Reiseanbieter sind. Mit rund 9 Millionen Euro unterstützt der Staat indirekt die Sozialwerke und subventioniert damit auch den Urlaub in Unterkünften, wie hier in Grömitz an der Ostsee. Man kann sozusagen fast europaweit, kann man da an verschiedenen Orten über das Sozialwerk Urlaub machen. Ich bin pensionierter Beamter. Ach so, okay. Ja, mach also viel Urlaub. War schon überall. Ich fahre auch in die Berge nach Davos. Nicht? Und das ist auch ein ganz tolles Hotel, Montperros heißt das. Und da kann man also wirklich, mitten in der Stadt wohnt man da und hat man Top-Lage. Dabei war die Idee der Sozialwerke eine andere. Der Staat wollte vor allem gering verdienenden Mitarbeitern helfen, ihnen einen Familienurlaub ermöglichen. Noch heute soll ein internes Punktesystem die Geringverdiener bevorzugen. Das Problem ist aber, dass die Sozialwerke de facto sich von diesen Zielen weit entfernt haben und heute ein Reisebüro sind für alle Bundesangestellte, unabhängig von ihrem Einkommen. Das heißt, auch Topverdiener können auf diese Billigurlaube zurückgreifen. Können Sie ausschließen, dass auch gut verdienende Beamte Ihr Angebot nutzen? Ausschließen kann man das nicht, weil sie genauso als Mitglied ein Recht haben, kommen zu dürfen wie andere auch. Aber die könnten sich doch einen Urlaub selbst auch finanzieren und bräuchten dazu keine Steuergelder, oder? Ich glaube nicht, dass denen bewusst ist, dass sie Steuergelder haben. Sie haben natürlich eine Möglichkeit genutzt, eben Mitglied im Sozialwerk zu werden. Sie zahlen ja dafür auch einen eigenen Monatsbeitrag. Finanzbeamte zahlen zum Beispiel gewaltige 2,90 Euro im Monat. Und dafür gibt es mitunter ein richtiges Schloss. Hohenaschau in Bayern ist eine bundeseigene Immobilie, die das Sozialwerk mietfrei nutzt und die in großen Teilen urlaubenden Staatsdienern vorbehalten ist. Dieser Herr vom Heimatverein und andere normale Besucher dürfen gewisse Bereiche des Schlosses nur in Ausnahmefällen betreten. Ja, wir dürfen nicht in den Innenhof, wir gehen dann nur da durch die Tür da vorne. Der Innenhof ist dann nur für die Gäste des Sozialwerkes reserviert. Also da kommt man im Sommer nicht rein? Das ist Tabuzone. Und warum? Ja, weil die hier ihre Aufenthaltsstühle und Tische haben.
Auch die meisten Zimmer sind für die Öffentlichkeit tabu. Das Porzellanzimmer der Baronin von Kramer-Klett. Ein Meisterwerk der Baukunst. Heute schlummern hier und in den anderen Gemächern im Schloss auch Finanzbeamte. Ab 7,80 Euro die Nacht. Wir sind der Meinung, das ist etwas, was für die Öffentlichkeit gezeigt werden sollte, weil es ein Kulturgut ist. Und das Sozialwerk sagt, naja, wir sind Pächter und wir wollen unsere Leute hier unterbringen. Also da gibt es einen echten Interessenskonflikt. Also der Gedanke, dass alles, was Bundeseigen ist, sozusagen Gemeinschaftseigentum der Bevölkerung ist, ich kenne den Gedanken, aber ich wehre mich da schon immer gegen. Aber Sie ziehen natürlich auch eine sehr starke Linie. Sie sagen, da dürfen unsere Mitglieder rein. Ihre Mitglieder sind Beamte und Angestellte im Staatsdienst. Mhm. Und die Normalsterblichen dürfen dann nicht rein. Und das Ganze wird getragen in Teilen von Steuergeldern. Und Sie bieten Ihren Mitgliedern, was auch Top-Beamte sein können, günstigen Urlaub in exquisiten Lagen. Richtig. Kann ich nichts anderes sagen. Tun wir ja. Kulturgüter, die der Öffentlichkeit vorenthalten werden. Beamte, die für 6,60 Euro auf Sylt urlauben, subventioniert mit fast 9 Millionen Euro Steuergeld. Zuständig dafür ist auch der Innenminister. Warum dürfen Beamte auf Steuerzahlerkosten billig Urlaub machen? Also das muss man sich alles anschauen. Das sind viele Dinge, die da einen guten Grund und eine gute Begründung in früheren Jahrzehnten hatten. Das muss man sich alles anschauen, was da im Einzelnen vielleicht an Modernisierungsbedarf notwendig ist. Wollen Sie etwas ändern? Wir machen das ganz gut. Wenn es Änderungsbedarf gibt, wird selbstverständlich was geändert. Danach teilt uns die Pressestelle jedoch mit, alles bleibt beim Alten. Der Beamtenurlaub mit Unterstützung des Steuerzahlers kann also weitergehen.